Hey Leute, was ist in Deutschland los? Terror, Anschläge, Mord und dann geht auch noch die Single von Wendler auf die 1. Egal. Man hat das Gefühl, sich nur noch entscheiden zu müssen. Rechts oder links, also andersrum. Mc's oder Burger King. Deutsche sind alle Nazis. Ausländer sind alle kriminell. Auf einmal zeigen alle Interesse an dem Wohlergehen der deutschen Rentner. Es kann doch nicht sein, dass der Flüchtling alles kriegt und unsere deutschen Rentner müssen Pfandflaschen sammeln. Es ist ja auch sinnlos. Dosen sind viel leichter und haben 25 Cent Pfand. Okay, Spaß beiseite. Dass in Deutschland viele Sachen nicht richtig sind, das ist richtig, aber ich könnte kotzen, wenn ich jeden Tag auf Facebook oder anderen Plattformen Posts sehe, die darauf abzielen, Menschen zu spalten und Hass zu züchten. Wenn ich das sehe, denke ich immer, warum zum Geier hast du mich in deiner Freundesliste? Oder ich dich? Also, darf ich mich mal kurz vorstellen? Mein Name ist Driton Haidini. Ich bin geboren in Kosovo, Mitrovica. 1992 kam ich nach Deutschland mit meiner Familie. Wir sind damals vor dem Krieg geflohen. Das heißt, ich bin ein Flüchtling gewesen. Da mein Interesse aber nicht sehr groß war, alte Menschen zusammenzuschlagen und Frauen am Bahnhof zu begrapschen, habe ich mir gedacht, okay, ich beantrage einfach mal den deutschen Pass. Die deutsche Sprache beherrsche ich, eine Ausbildung habe ich gemacht und arbeiten tue ich auch. Das heißt, ich zahle in dieses System ein. Ist schwer zu kapieren, aber es gibt auch solche. Was ich jetzt sage, das ist wirklich hart und sehr schwer. Aber auch ich bin Deutschland. Und dann heißt es ja auch immer, wer nach Deutschland kommt, der muss sich auch integrieren. Der muss sich anpassen. Aber wisst ihr, Deutschland ist auch ein super tolles Land. In Deutschland hat man die Möglichkeit, an das zu glauben, woran man möchte. Und in Deutschland soll keiner benachteiligt werden aufgrund seiner Herkunft, Religion oder Aussehens. Und ich glaube, selbst das ist irgendwo in Deutschland gesetzlich geregelt. Ja, wie hieß das Ding denn nochmal? Ich glaube Grundgesetz oder so hieß das Ding. Ja, Grundgesetz. Und für die Bürger eine Nachricht von einem Gutmensch, die ein Problem mit dem Grundgesetz haben und die am liebsten sich wieder ein altes Deutschland wünschen. Wenn euch das hier nicht gefällt, dann könnt ihr ja gerne woanders hin. Wäre mal nur so eine Idee. Liebe Grüße, euer Ex-Asylant. Bis zum nächsten Video. Das wird, hoffe ich, ein bisschen lustiger. Aber das brannte mir einfach auf der Seele. Und noch ein letzter Satz, der hörte sich irgendwie ein bisschen schlau an. Es gibt viel mehr Sachen, die uns verbinden, als Sachen, die uns trennen. War das irgendwie richtig? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Einsamkeiten. Wir haben mehr zusammen als auseinander. Wir zwei sind eins. Wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. 1 plus 1 macht 4. Reden ist Silber, Schweigen ist nichts sagen.